Willkommen zum Informationsvideo unserer Praxis über kindliche Hörstörungen. Hörstörungen bei Kindern sind ganz anderer Ursache als Hörstörungen bei Erwachsenen oder alten Leuten. Wo es bei Erwachsenen und Alten hauptsächlich eine Abnutzung des Gehörs ist, durch Lärm, durch ungesunden Lebensstil, so ist es bei Kindern hauptsächlich bedingt, dass die Röhre von der Nase ins Ohr, die das Mittelohr mit frischer Luft versorgt, verstopft wird. Warum brauchen wir Luft im Mittelohr? Das Mittelohr ist jener Raum, der, nachdem die Schallwelle durch den äußeren Gehörgang, also durch die Ohrmuschel nach innen gedrungen ist, das Trommelfell bewegt und diese Bewegung wird über Gelenke, sprich die Gehörknöchelchen, ins Innenohr übertragen, es wird weitergeleitet ins Hirn und man hört. Um für diese Gelenke im Mittelohr gut zu funktionieren, müssen sie in Luft aufgehängt sein. Wenn es aber bei Kindern zu einer Verstopfung dieser Röhre, und das ist meistens durch einen banalen Schnupfen oder durch eine Vergrößerung der sogenannten Polypen, das ist ein kleines Gewebeschwämmchen, das im hinteren Teil der Nase sitzt und im Infekt oft wie ein Gernberg aufgeht. Also wenn diese Röhre verstopft, dann sammelt sich in diesem Mittelohr, wo Luft sein sollte, Flüssigkeit, sprich Schleim an. Und dann können Sie sich vorstellen, eine Membran, die frei schwingen sollte, also das Trommelfell, ist plötzlich von der hinteren Seite, trifft auf Flüssigkeit, also auf Wasser mehr oder weniger, und kann nicht mehr gut schwingen und die Töne nicht mehr gut weiterleiten. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, wie wenn Sie aus dem Schwimmbad kommen, Sie haben Wasser im äußeren Gehörgang, so klingt das dann für das Kind. Ist häufig, und wenn es kurzfristig, sprich eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen auftritt, absolut unbedenklich. Haben viele Kinder, ohne dass man wirklich die Diagnose überhaupt stellt. Und den Eltern fällt es auf, ja, der hört ein bisschen schlechter, nach zwei Wochen ist es wieder vorbei. Was das Gefährliche oder das Bedenkliche an dem Erguss ist, wenn er länger bleibt, sprich 3 Monate, 6 Monate, 8 Monate. Weil dann Folgendes passiert, dass dieser Erguss, also dieser Schleim, der zuerst flüssig war, eindickt und wie ein Kleber wirklich das Ohr verkleben kann. Und das, wenn man ein Pech hat, kann zu einer Hörstörung führen, die das ganze Leben bleibt. Das zweite Problem mit diesem lang anhaltenden, sprich ein Paukenerguss, der länger als 3 Monate ist, ist, dass besonders bei kleinen Kindern, 2-Jährigen, 3-Jährigen, 4-Jährigen, die Sprachentwicklung sich verzögert. Kinder lernen ja kontinuierlich Sprache, indem sie irgendwas hören, an Konversationen teilnehmen. Wenn sie durch die Hörstörung weniger hören, nimmt auch die Geschwindigkeit der Sprachentwicklung ab. Ist in den ersten Wochen kein Problem, aber wenn es über Monate, 6 Monate, 8 Monate geht, bleibt das Kind in der Sprachentwicklung zurück. Das heißt, sollten Sie das Gefühl haben, mein Kind hört schlecht und es dauert länger als 14 Tage, 3 Wochen, dann ist es sinnvoll, dass ein HNO-Arzt oder auch der Kinderarzt mal ins Ohr schaut. Wenn dieser Erguss vorhanden ist, das Wichtige ist, nicht sofort operieren, nicht sofort irgendwelche chirurgischen Maßnahmen setzen, da viele dieser Ergüsse, die ich sehe, innerhalb von ein paar Wochen von alleine wieder besser sind. Das heißt, die Kinder bekommen Nasentropfen, eventuell schleimlösende Medikamente und man kontrolliert sie nach 6 Wochen. Sollte der Erguss abgeflossen sein, passt alles. Und sonst kontrolliert man sie wieder, zu sehen, ob wirklich dieser chronische, also lang anhaltende Paukenerguss da ist, der dann wirklich zu einer Handlung führen muss, wo man durch einen Schnitt im Trommelfell diesen Schleim absaugt, gegebenenfalls auch, falls die Polypen zu groß sind, diese entfernen. Aber, wie gesagt, das Wichtige ist, Schritt für Schritt, man braucht ein Gefühl für das Kind über ein paar Wochen, dann kann man eine gute Entscheidung treffen. Danke.